Und damit herzlich willkommen zurück zum Qualifying hier in Mexiko. 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 Senora. Ne, Senora ist Dingens. Oh. Na egal. Ach nein! Sprit, gib mir das Ding nochmal her. Die Strecke ist ja 46 Grad warm, also unsere Reifen werden kleben. Oh, ja. Ey, falscher Knopf. Oh. Gib mir das doch mal. Dritt mal ist am schönsten. So, Map, Map. Hast du ja schon Start gedrückt? Oh, scheiße. Nee, Ballast muss ich auf 9 lassen. Oh. Und tschüss. Ach, okay. Du fährst jetzt auch raus, oder wie? Ja, ich mach jetzt gerade bereit. Okay, so. Dann habe ich jetzt mal für diese Session vielleicht einen Vorteil. Freie Fahrt. Ach ja, ich habe jetzt eigentlich auch recht freie Fahrt, glaube ich, dann. Ja, so, stimmt. Ich fahre jetzt raus. 7 Fahrern. Moment, ich muss mich mal eben noch in Dingens aufstellen. 7 Fahrer, da auf kann noch nicht so viel Verkehr sein. Halt's Maul! So, jetzt muss ich also gucken, wie die Options sind. Gibt's hier nicht irgendwie eine New-Taste für die Mechaniker? Nope. Oder kann man eine andere Frequenz vielleicht einstellen? Oh ja, dass man bei anderen Mechanikern abhören kann. Wenn das gehen könnte, das wäre ja geil, ne? Irgendwie bin ich halt sowieso vom Körper her gar nicht so gut drauf. Keine Ahnung, was mit mir los ist. So. Jetzt erste Runde. Mal sehen, was das Qualifying ergibt. Zudem, ich war bei dem Dings, bei dem Training mit 11 Kilogramm, glaube ich, war das unterwegs. Okay, schnelle Runde. Attacke. Mich jetzt mal interessiert, welche, wie viel Benzin Lukas an Bord gehabt hat. Schnellste Runde. Nee. Schnellste Sektorbestzeit. Die Runde wird schon mal nicht so gut. Vor wie vielen Runden hast du Benzin drinnen? 3 Runden. Also das Minimum. Ich meine jetzt, wie lange fährst du denn? Ja, das Minimum. Ich fahre die schnelle Runde, dann wieder Inlap. Neue Reifen drauf, Attacke. Yay, letzte Runde! Oh, du bist langsamer als jetzt gerade eben gewesen. Ich weiß keine Ahnung, was denn hier los ist. Soll ich nicht lieber dann auf Rhymes losfahren und dafür dann halt im Rennen? Ich fahr 1.18.4. Ja, okay, ich fahr einfach mit Rhymes los, würde ich mal sagen. Dann musst du jetzt mit Rhymes deine bessere Zeit setzen. Ich weiß. Aber ich glaube, die Kurven habe ich gerade so verkackt hier, aber 2 Sekunden hole ich hier nicht raus. Ich glaube, unter 1,20 kriege ich's noch. Na, Flo ist auch schneller als ich. Heute ist irgendwie keine Ahnung, was bei mir los. Ja, nee, ist klar, Lukas. Okay.
Welche Runde bist du gerade? Endlap. Okay. Ja, komm, fahr schneller. Ich will dich blockieren. Ja, ich blockiere dich. Oder? Komm, ich will dich blockieren. Und? Ja, super toll, wenn man das als Teammate macht. Okay, du musst paar Sekunden warten. Ey, wie schnell sind die schon wieder da? Das ist ein tiefer Arsch jetzt. Also ich glaube jetzt in diesem Qualifying kann ich nicht mit einer Schnellzeit rechnen. Da springt glaube ich nur, was im Training rausgekommen ist, Platz 4 für mich heute raus. Ja. Hm. Puh. So, jetzt, ich sag Tschüss. Boah, nee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das eine trockene Session wird. Vielleicht würde mir das ja nutzen, wenn es jetzt ein bisschen Regen gibt. Aber... Wenn dann nur im Rennen. Der ist ja gar nicht aktiv, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung, glaub auch nicht, nee. Gib mir das Ding. Ich muss mehr Flügel fahren, sonst komme ich da nicht um die scheiß Kurven rum. Ich fahre jetzt auch 1-1 auf Flügel. Das habe ich mit den Primes nicht gemacht. Sondern da bin ich 3-1 gefahren. Was, ich bin auch trotzdem vor dem Alex. Obwohl, der ist ja sowieso nicht so gut, oder? Das stimmt, allerdings. Leider. So, ich fahr auch wieder raus. Wie war eigentlich Roman? Der war auch nicht so gut. Gerade so auf meinem Minimum, ne? Ja, wahrscheinlich. Jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so interessant, wenn es keine KI gibt. KI. Ja. Na, dafür schießen uns keine KI mehr ab jetzt. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, gegen die KI geht man nur anders vor, wenn man denkt, dass das, glaub, kein Mensch wäre. Das ist, glaube nur das Einzige, warum man nicht auf so eine KI drauf geht beim Überholen. Was? Bessere Zeit auf den auf den Primes. Oh, dann wollen wir auf eine schnelle Zeit gehen. Nur wir beide fahren gerade, wow. Diese Triple-Kurve, die kann ich gar nicht. Das wird wieder nichts sein. 0,3 hinten schon wieder. Scheiße, und ich krieg keine bessere Zeit hin. Okay, dann muss ich halt wahrscheinlich mit den Options von hinten starten, aber ich denke mal, das wird jetzt eh nicht dramatisch sein. Oh Gott. Welche Zeit fährst du gerade? Ach,
Prozent 5, Alter, noch schlechter als meine gerade eben. Oder ich könnte mal versuchen, vielleicht auf 2-1 zu fahren. Ich krieg's nicht geschissen gerade, keine Ahnung. Also Lukas hat entweder hier richtig geil gefahren oder er hat abgekürzt, eins von beiden. Welche Zeit hattest du im Training? 19 irgendwas. Ich habe mich zwar verbessert jetzt, weil ich mit Minimum Sprit fahre und Options, aber trotzdem. Ja, das kann es vielleicht sein. Im Qualifying gibt es keine Strafen für Dings, für Verwarnungen, ne? Nein. Die Kurven gerade eben so verkackt hier. Okay, bist du gerade schnelle Runde? Nein. Okay. Vielleicht gehe ich wieder auf den 3-1 auf Flügel. Nämlich, ich bin auf den Primes noch die 3. Wie einfach keiner draußen ist. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht mehr auf irgendeine Runde gehen. Flo wird nochmal rausgehen, da fährt gerade ein Red Bull nochmal raus. Ich riskiere es einfach nochmal. Ich versuche es nochmal mit dem Satz Options. Ich habe da ja einen noch übrig, den zweiten Satz nämlich. Ich habe nämlich hier gerade auf einen Primes gefahren. Ich denke mal, wenn ich jetzt zwei offene Primes übrig habe fürs Rennen, dann reicht es für mich, oder? Und zwei offene Options. So, jetzt. Zeig den Finger, kleiner Mann. Das ist richtig krass, ey. 0,3 hinter dem und dann auf einmal 2 Sekunden. Wie viel Zeit ist jetzt noch? 5 Minuten 28. Okay. Dritte Sektor ist richtig räudig von mir auch, ey. Boah. Alex geht jetzt gleich auf eine schnelle Runde. Bin ich heute nicht so gut drauf, weil ich keinen Energy Drink getrunken habe oder was? Stockgas, ne? Was? Ach, Alex mit seinem komischen Fahrstil. Kann es vielleicht daran liegen, dass er immer so schlecht ist? Keine Ahnung. An sich fährt er relativ sauber, aber keine Ahnung, ob das Leck ist oder. Muss man seine Aufnahme. Vielleicht ist er, mit dem Gas zu geben. Zu langsam irgendwie. Also vertraut er nicht so richtig in sein Auto. Das kann es wirklich sein. Guckst du bei mir gerade in der Aufnahme? Ne. Ich bin gerade auch auf eine gezeitete Runde, ne? Ja, ich guck gerade Alex noch zu. 22-1. Ist auf seinem Platz geblieben. Dann wechseln wir mal zu dir. Jo. Sonst kürze ich eigentlich nie so ab.
Vielleicht könnte der bis zu dem Stadion abkürzen. Oha! Vierter bis jetzt. 18,5. Hermann fährt jetzt aber auch nochmal raus. Okay. Zweieinhalb Minuten sind noch. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht gut, wenn ich im Windschatten von Hermann fahre, oder? Bis auf einer schnellen Runde? Nein. Na, dann ist es scheißegal. Ja, nämlich meine Reifen werden dadurch ja eh... Ja, dann fehlt in die Box. Meine Reifen werden dann doch eh schon mutzig, oder? Durch den Windschatten. Ah, werden dann ein bisschen wärmer. Ach ja. Oh, Hermann. Zwischen dir und Hermann ist, glaub, ein bisschen eine Lücke, ne? Von der Zeit. Was zwischen mir und Flo ist, ey. Fast 2 Sekunden. Der ist Zweiter, ich Dritter. Hier vorne, die werden das jetzt unter sich machen, glaube ich. Ich werde da nicht so mithalten können. Glaube ich jedenfalls nicht. Ja, nee. Meine Beste ist jetzt eine 1.18.566. Komm schon, Hermann. Gib dein Bestes. Ja. Oh nee, die hat er abgebrochen, die Runde anscheinend. Ich glaube, ich habe so ungefähr 3 Meter im Stadion abgekürzt, aber... Ja... Wie viel ist zwischen Hermann und mir? Keine Ahnung. Zwischen dir und Hermann? Ich guck. Okay, 1,2 Sekunden. Zwischen uns beiden ist nur ein Zehntel. Oha. Ich bin 1,18,4, du 1,18,5. Alter, die vorne, die haben wirklich richtig derbes Tempo drauf. Keine Ahnung, was die heute schon wieder zu Frühstück hatten, ne? Denkst du, das hätte sich vielleicht noch gelohnt, als ich rausgefahren wäre? Keine Ahnung. Also, komm schon, Hermann. Ich glaube, das Setup hat mir schon was geholfen. 19,4? Nein, vielleicht eine Sekunde zu langsam. Aber noch auf eine schnelle Runde geht. Ich glaube nicht. Nee, nimmt Gas weg. Okay. Das war's. Okay. Na gut, dann haben wir jetzt ein ziemlich mieses Setup. Jawohl, meins hatte ja verbessert, nämlich ich habe jetzt eine 3-1 drinnen und das hat deutlich besser geklappt, glaube ich. Nämlich mit dem 1-1er-Flügel, da war ich bei 1,20 noch irgendwas. Da war ich hinterher, Mann. Obwohl... Versucht er gerade doch noch eine Schnellrunde? Nee, der hat Gas weggenommen am Anfang. Ja, aber was fährt er jetzt noch so schnell? Das tut doch nicht seinen Reifen gut, sag mal. Vielleicht übt er nochmal den letzten Sektor. Mit dieser super Schlussrunde. Bandit AIDS Qualifying. Okay, und ich würde sagen, Lewis Hamilton hat im heutigen Qualifying eine der erste 2 Sekunden Lukas zwischen mir und Lukas, Alter. Flo, Dritter, Raffi, Vierter, ich, dann kommt Hermann auf der 5, auf der 6 der Firefighter Niedersachsen Gamer Alex. Gut, wir sehen uns dann gleich beim Rennen. Tschüss. Ciao.